Ich habe mich heute wieder in What I Eat in LA mitgefilmt und Trigger Warning an die Leute, die kein Essen, Kalorien oder Gewicht sehen können. Und bitte vergleicht euch nicht mit mir, weil jeder Körper ist unterschiedlich und jeder isst unterschiedlich viel. Zurzeit wiege ich ungefähr 61,1 Kilogramm und ich mache dieses Video vor allem, um euch zu zeigen, dass ich halt genug esse und ihr keine Diät machen braucht oder so. Zum Mittag hat uns wieder die Reinigungskraft Essen gemacht und sie gibt sich immer so unfassbar viel Mühe bei dem Essen. Ich glaube, ich habe insgesamt 600 Kilokalorien gegessen oder so. Und meine Schwester ist zurzeit auch da, die hat auch mit uns gegessen, die wollte unbedingt im Video mit dabei sein. Zwischendurch habe ich dann Kaffee getrunken, weil ich so müde geworden bin und da habe ich halt gerade geschnitten. Und dann habe ich nochmal so ein Babyfruchtquetsch gegessen. Der Eiskaffee hat ungefähr 200 Kilokalorien, weil da ist ziemlich viel Zucker drin und dieses Fruchtquetsch würde ich sagen nochmal 50. Und dann habe ich halt Grüntee getrunken, aber das hat keine Kalorien. Ich musste halt wirklich wach werden und ich konnte nicht noch einen Kaffee trinken. Dann habe ich irgendwelche Süßigkeiten gegessen, das sind so koreanische Kekse, die sind so lecker. Ich glaube, die hatten nochmal so 200 Kilokalorien. Und zu Abend sind wir dann alle zusammen zur Vietnamese gegangen, da habe ich erstmal so eine Limo getrunken. Ich habe sogar später auch noch einen Cola getrunken, ich habe nur vergessen, das mitzufilmen. Und dann habe ich so viel Sushi gegessen. Ich wette, das waren nochmal 600 Kilokalorien. Übrigens wollte ich nochmal Danke sagen, deswegen folge ich heute nochmal ein paar Leuten zurück.